zu. Und auch du bekommst das noch. Es überfällt uns keiner und wir können direkt zum Boss. Sehr schön, die Falle ist entschärft. Ihr tauscht bitte noch die Position. Gott, mein Herz. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ja, nochmal Gold dazu. Fackeln benutzen. Ganz voll machen und rein ins Vergnügen. Hallo, Herr Nekromantenfürst. Schluck das Gift. Und da kommt sein Kumpel. Der dicke alte Mann. Ja, und das bin nicht ich. Sehr schön, weg mit ihm. Stunning. Widersetzt, Dreck. Nicht begraben. Auf die beiden. Sehr gut. Versuch ihn nochmal zu stunnen. Ah, es gibt's doch nicht. Vernichtender Schlag, ja. Aber jetzt müssen wir heilen. Er kriegt schon 12 Schaden die Runde. Sehr gut. Aber immer noch 12 Schaden die Runde. Ausgewichen. Ich krieg ihn nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn kriegen soll. So. Oh, bitte keinen dicken, bitte keinen dicken, bitte keinen dicken. Sehr schön. Wunderbar, 18 Schaden die Runde. Wir können uns immer wieder selbst hochheilen, aber wir heilen uns mal selber. Sehr gut widersetzt. Auf da. Schaden. Oh, der geht gut runter jetzt. Wir müssen bloß durchhalten. Sehr schön. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir heilen auch nur dich. Enttäubt. Nächste Runde. Er ist wieder dran und holt. Was holst du? Nichts. Nichts ist gut. Dann können wir einfach weiter vergiften. Sehr schön. Er ist wieder vorne. Bitte nur einen kleinen rufen, ja? Ist das in Ordnung für euch? Für dich? Ach, Dreck! Das ist doch kein kleiner Mensch! Ausgewichen. Ist alles in Ordnung. Das Einzige, was er macht, ist jede Menge Stress. Der Rest setzt ihm hier ordentlich zu. Sehr gut. Vernichtender Schlag auf Odo. Aber Odo hält's aus. Ja,
24 Schaden die Runde. Oh, 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 er ist bald tot. Wir haben es bald geschafft. Wir müssen nur noch ein bisschen durchhalten. Sehr gut. Also vom Schaden her geht's. Die Erde erbebt. Das ist ja eklig. Sehr schön. Immer noch 24 Schaden die Runde. Er hat noch 43 Leben. Und wir drehen noch nicht ganz durch. Also diese Stressreduzierung, wir haben ja minus 30% Stressschaden teilweise, ist echt geil. Hieb aus dem Seins. Sehr gut. Da ist er wieder näher dran. Noch einmal wird Odo angegriffen. Oh, er hat nur noch 25 Leben. Und bekommt nur noch 6 Schaden die Runde. Jetzt kriegt er wieder 12 Schaden die Runde. Oh, jetzt können wir beide angreifen. Na, endlich! Der ist definitiv weg in der nächsten Runde. Und wir sind nicht durchgedreht. Wohlgemerkt. Ausgewichen. Weg mit dem noch. Werden die wandelnden Knochen ohne funktionierenden Sehnen endlich fallen? Ja, das werden wir herausfinden. Wenn wir den Dicken hier kaputt gemacht haben. Geschafft! Wir haben die Nekromantenfürsten besiegt! These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Und kriegen das Schnurrbartwachs des Vorfahren und Buch der Vernunft. Aber das hier ist ja Blödsinn. Ein Ahnenschatz. Aha. Okay, sehr geil. Weg mit dem Essen, weg mit den Fackeln, alles her und raus hier. Die Nekromantenperiode ist vorbei. Außerdem kriegen wir ein neues Schild für unseren Waffenknecht. Mit 10 Abwehr, 50% erhaltener Heilung und 5 Ausweichen auf Position 4. Wobei ich nicht weiß, warum ich ihn auf Position 4 stecken sollte. Wir bekommen außerdem 32 Wappen, 2 Porträts und 4 Büsten sowie 15.000 Gold. 15.000 bis 16.000. Und alle sind Stufe 6. Wir haben unseren ersten Pestdoktor auf Stufe 6. Weiß gar nicht, hatten wir einen Kreuzfahrer? Ja, John Cena. I was Lord of this place, before the crows and rats made it their domain. Okay. Gott, sind wir geil. Wir haben die Nekromanten besiegt. Unglaublich, aber wahr. Wie viel kostet das jetzt noch? 23 Büsten und 29 Crests. Das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Ich möchte gerne Büsten haben. Und das Kloster ist vollständig. Das Kloster, wie es mein Vorfahr einst kannte. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt diese 3 Gebäude fertig, plus die Kutsche. Und es sind nur noch 4 Stück übrig. Das heißt, die ganzen Büsten können wir jetzt ins Sanitarium stecken, die ganzen Porträts in die Taverne und die restlichen Crests dann in den Nomadenwagen und der Waldläuferin. Geile schöne Sache. Das wollte ich sagen. Juhu! Yoku Keksi, du gehst da nicht hin, du auch nicht. Bahal geht da hin. Und Shark geht da hin. Und der Rest geht an die Bar. Du nicht.
Okay, dann kannst du schon mal ins Sanitarium gehen und deine Krankheit loswerden. Die Langeweile. Das ist auch echt eine böse Krankheit. Hm, kenne ich auch. Ja, und Yoda. Yoda hat Schüttelfrost. Weg damit. Goodie. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Wir haben es geschafft. Es sind zwei sehr kurze Parts, die wir dadurch gemacht haben. Aber egal. Das hat echt gut getan. Das war traumhaft. Bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas mache. Ich könnte schon mal planen, was wir jetzt demnächst veranstalten. Hier ist der wetternde Prophet ja immerhin noch nicht da. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die mittlere Quest davon und nehmen wieder ein paar mittlere Leute mit, damit die dann auch wieder Level 5 und Level 6 werden. Wir hatten bisher auch noch keinen einzigen Wegelagerer, der Level 6 geworden ist. Traurig. Traurig, aber wahr. Alf könnte auch mal wieder gelevelt werden, Jesse auch. Aber das muss ich mir alles noch überlegen. Schön ist, dass die alle wirklich auch Waffen Level 4 haben. Und Rüstungen, bis auf Kreli, Bassett und Jesse. Und Hadyard. Hadyard hätte ich aber auch nicht weiter gelevelt. Also das ist, war ein schönes Gimmick, dass man sie mal nehmen konnte, dass man mit ihr auch was unternehmen konnte. Aber das reicht dann auch. Und hier gibt es auch nichts Schönes an Leuten. Schade. Axeli könnte mit. Kalimba könnte mit. Dann sind die nachher auch Level 4. Ravens könnte mit. Was hast du für eine Krankheit? Fleckfieber. Widerstand gegen Gifthauch. Ist nicht besonders schlimm. Und wir könnten Libellchen mitnehmen, haben aber sonst keinen Kleri weiter. Marfus noch. Libellchen. So, dann können wir uns den wetternden Propheten auch irgendwann mal freischalten. Wir gehen also als nächstes wieder in die Ruinen rein. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen und ich freue mich drauf. Bis gleich.